Welcher soll es sein? ETA 2 oder ETA 3? Lass uns darüber mal reden. Moin Freunde und herzlich willkommen. Ich habe mal wieder einen neuen Markierer für euch. Die ETA 3 ist auf dem Markt, sie wurde ja schon angekündigt. Gibt es als ETA 3 und als ETA 3M, das heißt mit einem mechanischen Trigger, dem Nachfolger der ETA 2, die ja seit 5-6 Jahren auf dem Markt ist und ein hammergeiler Einstiegsmarkierer war, immer mein Lieblingsmarkierer, auch wenn es um Paintball-Markierer geht. Wie viel Geld sollte ich überhaupt ausgeben? Hier nochmal zum Vergleich. ETA 2 gegen ETA 3. Verdammt, der neue Markierer sieht echt gut aus. Wir haben den Corebolt jetzt mit einem Quick Release, das heißt, so wie wir es auf den großen Markierern herkennen. Wir haben einen schönen Griff. Hier vorne drin ist der 9-Volt-Block. Wir haben jetzt einen Blade-Trigger verbaut. Vorher gab es einen leicht anderen, einen gebogenen Trigger. Jetzt wieder der Blade-Trigger. Das Profil ist nochmal ein bisschen schlanker geworden. Sie ist etwas anders gefräst, was ich sehr geil finde. Hat einen 14 Zoll auf dabei, zweiteilig mit Cockergewinde. Ziemlich cool. Der Bolzen auch sehr schick. Wir haben ein gut erreichbares On-Off-Aser hier unten dran. Finde ich schön. Der Trigger ist einstellbar. Wir sehen die LED von beiden Seiten, das heißt für Linkshänder und Rechtshänder gut zu sehen. Der Body ist neu. Wir haben einen sehr strapazierfähigen Kunststoff im Body außen. Innen drin ist ein Flugzeug-Aluminium-Body. Der 9-Volt-Block läuft super. Es sind verschiedene Modis drauf vorprogrammiert, das heißt, ihr könnt euch die Modis einfach durchwechseln. Er sieht gut aus. Insgesamt ist er gut 20 Gramm leichter als sein Vorgänger und das war ja echt schon ein Klassiker, also der ist richtig gut gewesen. Die neue Gun ist jetzt knapp 100 Euro teuer. Lohnt sich das? Also, ich finde den Quick Release besser, das niedrige Profil finde ich auch sehr gut, gerade wenn man in den Turnierbereich gehen kann. Mit dem Markierer kann man aber alles spielen, nicht nur Turnier. Die 100 Euro, die der jetzt ungefähr mehr kostet, sind halt in Technik, in Innovation reingegangen, in Umarbeitung der Maschinen. Sie ist teurer geworden, alles ist teurer geworden. Sie ist für mich nicht mehr der ultimative Einsteiger, aber ein sehr, sehr guter Turniermarkierer. Ein sehr, sehr guter einfach Allround-Markierer. Sie macht Spaß, sie fühlt sich für ich sehr gut an. Sie ist leicht, sie ist flexibel, werkzeuglos, komplett zerlegbar. Was will man mehr? Neue ETA 3. Ich freue mich schon, wenn ich sie schießen kann. Unter dem Video gibt es einen Link zu meinem Partnershop und wenn ihr dann dort was einkauft, unterstützt ihr den Paintball-Channel. Dort gibt es alles, was das Paintball-Herz begehrt. Bis bald, ciao und tschüss, euer Chris.